Warum steht Mick Jagger immer noch auf der Bühne? In den nächsten 2 Minuten möchte ich dir ein paar Impulse mitgeben, wie du mit Lob und Kritik die richtige Wirkung erzielst. Die alten Rocker sind immer noch auf Tour wie Mick Jagger. Da stellt man sich die Frage, warum? Es kann nicht um Kohle gehen. Die haben mehr Kohle, als sie überhaupt ausgeben können. Meine Hypothese ist, es geht um Feedback. Ältere Herren stehen auf der Bühne und 100.000 Leute stehen im Publikum und jubeln ihnen zu. Das ist eine energetische Geschichte. Das führt zu erhöhter Leistungsbereitschaft. Und das ist das, was wir bei unseren Mitarbeitern eigentlich auch wollen. Wir wollen, dass die Extrameile für uns gehen. Jetzt gibt es Studien, die feststellen, wie Feedback überhaupt wirkt. Und es ist total interessant, weil Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass ein Mensch 3-mal mehr positive Rückmeldungen als kritische braucht, um überhaupt zu bemerken, dass es eine positive Rückmeldung gegeben hat. Also es macht keinen Sinn, wenn du irgendwann mal ein nettes E-Mail schreibst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es nicht wahrgenommen wird. Bei 5:1 bis 7:1, also 5-mal mehr positive Rückmeldungen als kritische, zeigt sich, ist die Bereitschaft, die kritische Rückmeldung ernst zu nehmen, am höchsten. Es geht um Verhaltensveränderung und wir wollen die Bereitschaft erzeugen, dass jemand sein Verhalten überdenkt und möglicherweise ändert. Also Kritik funktioniert nur dann, wenn ordentlich viel positives Feedback auch kommt. Dann wird die Kritik ernst genommen und dann bewirkst du etwas damit. Man kann es mit dem positiven Feedback auch übertreiben. Ab 13:1 wird es nicht mehr ernst genommen, weil einem unterstellt wird, dass man ja nur versucht, anderen Honig ums Maul zu schmieren und man nicht sagt, was wirklich Sache ist. Also in diesem Sinne lade ich dich ein, überprüf doch mal dein eigenes Feedback-Verhalten und vielleicht kannst du dir hier das eine oder andere Ziel setzen und du wirst erstaunt sein, was du damit bewegst. Das Video hat dir gefallen und du möchtest vor allem unsere Sache unterstützen, KMUs in Deutschland und Österreich mehr in den Mittelpunkt zu bringen? Dann abonniere uns jetzt, damit kannst du uns am besten unterstützen. Abonniere jetzt!